Hier ist die erste deutsche Isabel Nolte Show. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer extra Ausgabe von unserem heutigen Corona-Spezial. Dankeschön, Dankeschön. Heute nehme ich Sie mal mit, ganz locker flockig, in meine... Man kann es jetzt nicht sehen, weil der Filter immer noch an ist. Ich muss kurz einen anderen Filter machen. Oh mein Gott, das wird so wahnsinnig spannend, denn es funktioniert gerade nicht. Instagram ist so scheiße. Ich kann diesen Filter nicht wegmachen, Leute. Das ist doch, das geht doch jetzt schon mit einem riesigen Fail hier los. Ich kann hier nichts auswählen. Warum? Nein, ich will nicht beenden. Ich will einfach nur andere Filter. Ich kann nichts machen. Es ist einfach so dramatisch. Also ich glaube, ich muss nochmal auf neu live gehen, ohne crazy Filter. Diesen speichere ich trotzdem und werde ich dann später für euch zusammenschneiden. Super, bis gleich. Ciao, ciao. Seid ihr ja voll toll, dass wir alle wieder zusammen sind hier in meiner Küche. Ja, wundervoll. Ich habe gedacht, heute nehme ich euch einfach mal mit zum Kochen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zugenommen. Ich sehe aus wie so ein kleiner Mops. Egal. It is what it is. I have a lot of chins. It's me. Hello. Das ist jetzt auch ein Filter, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber auch den kann ich natürlich hier nicht mehr wechseln, weil Instagram nicht so ein großer Freund von mir ist heute. Aber irgendjemand macht Herzchen. Wir freuen uns immer über Herzchen. Ich mache mal hier das Licht, Stückle, Dünkle. Und vielleicht ein Stückle wärmer. Nee, das ist schon... Ja, das ist ganz nett. Machen wir mal so. Das ist doch ganz okay. Ich dachte, ich koche einfach mal was. Ich weiß noch nicht, was es wird. Vielleicht habt ihr ja zwischendurch Ideen. Schreibt mir eure Ideen und so weiter und so fort. Unbedingt in the comments. Sorry, Luis Santos. Du kommst nicht mit mir live. The Ring reicht aus. Thank you very much for the appreciation of the ring. The ring is the best thing I have in the world. It is my light ring for everybody here. Hello, hello. Aber ganz ehrlich, ich brauche noch so einen anderen Ring, der so mein Doppelkinn wegnimmt. Ich glaube, ich habe ein bisschen zugenommen. Linseneintopf, ja gut, nee, Linseneintopf bin ich raus. Aber ich guck mal, was ich habe und dann können wir ja mal schauen, ob uns was einfällt, ihr süßen Zuckermäuschen. Okay, I open the Kühlschrank and I see tiny tomatoes, big tomatoes, big tomatoes in Plastik. I'm sorry, shame on me. Leg das mal hier drauf. Die Chance ist aber, dass das gleich anfängt zu piepen. Das ist mein Herd. That's what he does. He's an asshole. Ich habe Feta-Käse, ich habe Zucchini, wie meine Oma sagen würde. Zucchini. Dann habe ich noch ein bisschen Thunfisch. Oder wie ich früher immer sagte, Thorenfisch. Hallo Marie. Marie, wo bist du? Marie, wo bist du? Ja, und ich glaube, das. Ja, eine Paprika hätte ich auch noch. Ja, guck, da geht das Gepiepe schon los. English Skills One Plus. Thank you. Okay. Und ich habe auch noch Käse gerieben. Mozzarella. Oh, jetzt hätte ich hier fast das Ding umgeschmissen. Mir geht's gut, das merkt man hoffentlich. Ich habe heute wieder einen Positive Day. Ich glaube, ich habe Lust auf was Pastariges. Also wahrscheinlich wird es so ein Gericht à la Isabelle. Ich schneide die Sachen klein. Zwiebeln habe ich auch noch. Jetzt hör doch auf zu piepen. Und dann... mache ich das entweder, könnt ihr ja entscheiden, entweder in eine Pfanne locker hier geschwenkt oder in eine, wie heißt es, in den Ofen, in den Ofen. So, you can, for my English friends, who all love English, you can choose if I put it in the pan, on the Herd, or I put it in the very dirty Ofen. Setz mal da Dosen. Pfanne? Ich bin tendiere heute auch zu Pfanne. Ich habe nicht so Bock zu warten. Pen. You say pen. Thank you very much. Oder wie wir auf Holländisch sagen, pom. Oder wie wir wirklich auf Holländisch sagen, ein Pommetje. Want in Nederlands ist alles heel erg klein. Also, auf Holländisch ist alles super klein. In the pan, please.
No problem. I will put it in the pan because you asked for it, people. You are the ones making the wishes and I'm ausführing the wishes you are making. Thank you very much. Okay, wir müssen aber erst ein bisschen Pasta vorkochen, ne? Dann nehmen wir einfach kochendes Wasser aus den Hahn. I schwenk to the side. Kochendes Wasser aus the Hahn. And then we put it on the Kochplatte. On the induction plate. Okay, here is the Topf. I put in the water from the, and at first we have to lass es ein bisschen länger laufen, longer walking from the Kran, and then it's hot. Ding, 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 ding. In the zwischenzeit, I sing a little song. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody who loves me. Hey. Thank you very much. Ich hoffe, es hat euch gefallen. I think the water is hot. Can you see? Ja, okay. Gerade eben nicht so. Pásale mio, holy rasuli. Ihr habt noch keine einzige Frage gestellt, ne? Ich mache diesen Total Entertainer Modus immer so lange, bis irgendwas kommt von the peoples. The peoples, that's you people. You are a bit quiet right now. And we cannot stay like that, because then I'm here all by myself. Wanna be all by myself anymore. Okay, there's a question. Gibt's hier die Fragen oder was? Super. Toll, dankeschön Alina für diesen extraordinary Beitrag. Wie geht's dir? As you can see, I'm a happy Chinese child. Ist das jetzt schon rassistisch gewesen? Es tut mir so leid, wenn es das war. Normal English? Is that a question? You want normal English? I'm sorry, I'm not going to deliver. Wie war mein Tag? Fragt mich Jonas Future Wife. Da muss ich wohl mal kurz was aufklären. Ich bin Jonas Future Wife. It's me. I'm going to marry that guy. Auch wenn er es noch nicht weiß. Mein Tag war gut, danke schön. Can you speak normal English? No, I don't want to. There's no fun in normal English. Thank you very much for asking. I'm a very polite person. Oh. I'm pretty. I feel pretty. Oh, so pretty. I am pretty and witty and bright. Und ja, das sind meine Naturlocken. Ist noch nicht mal schaumfestiger drin heute. Ich muss hier gleich weiterkochen, Leute. Was kochst du Leckeres, fragt mich die Carlina. Ja, wenn wir das wüssten, Carlina, es wird irgendwas mit Nudeln. Wir müssen jetzt mal schnell das Wasser bringen onto the cook. Aber first Salz. Und mein Salz steht immer neben dem Wohnzimmertisch, auf dem Wohnzimmertisch, neben dem Sofa. Because I always würze nach. Logisch, ne? Ich hole das kurz. Wir tun halt auch die Leute so leid, die jetzt genau in dem Moment eingeschaltet haben und dachten, wow, eine leere Küche. Nice. Okay, Salz in the water. As you can see, a lot of Salz in the water. Salz in the water. Salz in the water. Okay, eine Frage können wir noch machen.
Von wem hast du die Locken? Von meiner Mami. Guck mal, das war eine schnelle Frage, krieg ich hin. Würdest du jemals bei DSDS mitmachen? Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, weil ich einfach neugierig war und immer ein neugieriger Mensch bin und ich das nicht kategorisch ausschließe. Problematisch ist, dass ich über 30 bin. Man sieht es mir nicht an, ich weiß. Danke. Danke. Aber ja, ich bin über 30 und darf nicht mehr mitmachen. Ich bin raus. It's over. Wie geht denn das nochmal? It's over now. The end is near. So, okay. So geht es nämlich. Bist du extra langsam gelaufen, damit wir denken, du hast einen Palast als Rücken? Okay, erwischt. Sorry. So, jetzt gehe ich mal kurz ins Nebenzimmer. Bin gleich wieder da. Echo, 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 Echo. So, da bin ich ja schon wieder. Ja, nur mal kurz ins Nebenzimmer. That's what I do. Okay, sing mal Barbie-Lieder. Es gibt Barbie-Lieder? Was sind denn die Barbie-Lieder? Ich kenne I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Life in plastic, it's fantastic. You can wrist my hair and wrist me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Oh, 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 I'm having so much fun. Oh, I love you, Ken. So stelle ich mir das eigentlich vor. Eure großartigen Reaktionen auf diese Rendition sehe ich ja erst später. Okay, the pasta is cooking. Ich put the pasta in it, weil es ist noch nicht the pasta cooking, only the water. Boah, ich habe super viele Spaghetti-Pakete. Shit, die habe ich auch nie aufgebraucht. Habt ihr jetzt nicht gesehen, oder? Sing mal bitte Marie. Ich kann von Marie exakt eine Zeile und das ist Marie, wo bist du? Marie, wo bist du? Ich sollte mir das mal mehr einprägen. Oh, wo sind denn Nudeln? Ich habe nur noch Spaghetti? Das kann nicht sein. Oh Gott. Ah, Fusilli und Reis. Oh nein, ich habe verpasst, wieder zuzuschlagen, als großes Nudelausverkauferoni war. Und das geht. Wir machen einen Mix aus Fusilli und Mini Penne Rigate. It's a thing. Okay, I put it into the water. Schwuppdiwupp, ja komm. Ich weiß, das sagt alle Rezepte der Welt, sagen immer, ich muss kochen. Die sagen aber auch alle, dass der Backofen heiß sein muss. Ich rechne einfach immer ein bisschen Zeit drauf und dann geht es auch. Ich habe noch nicht so oft, schon sehr oft Pizzen verbrannt. Tatsächlich. Andauernd. Vielleicht sollte ich daraus lernen, vielleicht auch nicht. Egal, diese kleinen Nudeln brauchen auch wahrscheinlich so lange wie die großen. Aber ganz ehrlich, wir tun eh alles noch in der Pfanne. Was soll der Geiz? Warum rennen damit? Ich muss aber bestimmt 2 Tage essen. Ja, komm, das reicht. Das ist schon wieder viel zu viel. Ich kann auch nicht gut für eine Person kochen. Kennt ihr das? Okay, let's take another question. Die Lieder aus den Barbie-Filmen. Schätzelein. Ich bin 32 Jahre alt. Als die Barbie-Filme rauskamen, war ich 31. Gefühlt. Und ich kann es nicht. Ich kenne die überhaupt nicht, die Barbie-Filme. Da war ich doch schon zu alt für. Dankeschön. Ich finde mich auch sympathisch. Andere Leute finden mich unauthentisch und unlustig. Not calling any names. Okay, Lieblingsbuch. Ja, da kann es nur eins geben. Die unendliche Geschichte von Michael Finish. Oder wie wir ihn in Deutschland kennen, Michael Ende. Ist einfach ein tolles Buch. Gefolgt von Sophies Welt, glaube ich. Ja, meine Lieblingsbücher sind Bücher für junge Erwachsene. Ich bin auch ein junger Erwachsener. Was gibt's hier noch? Jetzt kochst du und erst vorhin haben eine Freundin und ich drüber geredet, dass Kochen sexy ist. I love cooking and you. Danke.
Ihr freut euch doch auch immer, wenn man die Namen sagt, ne? Guck mal, das hat jetzt gerade Überbringer des Lichts gesagt. Oh, das ist wunderschön. Ja, Nudeln kocht macht man immer für 5. Guck, ich bin nicht die Einzige, das freut mich sehr. Oh, da kommen direkt nochmal welche nach. Das sagt die Lea Ray Nico Engel. Sagt, du hast eine schöne Stimme, dankeschön. Hallo, Jür. Leuk je te zien. Naja, nicht zu sehen, weil ihr könnt mij sehen. Dus ik zeg even voor jou, leuk om mij te zien. Also schön, dass ihr mich sehen könnt. Was war dein Kindheitslieblingsfilm? Die unendliche Geschichte. Ja, tatsächlich schon. Obwohl der Film nicht wirklich gut ist, aber irgendwie hat mich das... Ich war halt auch verliebt in den Schauspieler und dann habe ich in meiner Teenagerzeit, interessante Story, habe ich den mal gegoogelt, Jonathan Brandis heißt der, und ich bin fast gestorben innerlich, als ich auf so eine In Memoriam of Seite kam, hatte sich der Gute nämlich seines Lebens beraubt. So sieht's aus. Der lebte nicht mehr. Oder eine Überdosis, eins von beiden, war nicht ganz deutlich. Ja, so traurig. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen Fahrt machen. Die Nudeln sind gleich fertig. Wir müssen irgendwas in der Zwischenzeit schneiden, glaube ich. I wash the zucchini. Not very gründlich, because I'm not a very gründlich person. Oh, habe ich noch irgendein Messer? Oh, warum sind immer alle Sachen schon wieder schmutzig, wenn man sie gerade benutzen will? So, warum bin ich so ein schlechter Erwachsener? So, was soll ich machen? okay. Dann machen wir doch schon mal, damit wir das irgendwo reinschnudeln können, so eine große Pfanne auf. Ich bin gleich wieder oben. Gib mir eine Sekunde. A pan. Da schmeißen wir den ganzen Krams gleich rein, gemixt mit ein bisschen Olive Oil. Und wir schwenken einmal kurz zur Herdplatte. Wir stellen diese Pfanne hier ab. Wir schmeißen schon mal ein wenig Olivenöl hinein. Schwuppdiwupp, einmal herumgeschleudert. Und gleich werde ich wahrscheinlich auch noch ein Zwiebelchen für euch schneiden. Und dann werde ich wahrscheinlich einen traurigen Weinetod sterben. Aber ich schneide viel lieber Zucchini, deshalb fangen wir damit an. Wir schneiden die Zucchini in Stückchen. Ich hole mal ein bisschen... Nee, es geht gar nicht. Ich kann euch gar nicht viel näher ranholen. So kann ich euch noch ranholen. Mhm. Look at the Zucchini. Wir schneiden so Scheibe, ein bisschen schräg. Das wissen wir alle vom Calligraphy Cut. Dann ist die Oberfläche größer und man hat mehr davon. So, toll. Zur Seite gelegt. Ich bin nicht noch da. Nein, ich bin nicht mehr da. Ich mache mal ein bisschen so... Ich singe auch immer so im Mischdeutschen Englisch. Ich muss so lachen, ey. Ja, ich auch. Wenn ich einen Dialekt habe. Was habe ich denn für einen Dialekt? Ich denke mir jeden Tag einen neuen aus. Ich habe hier nicht so einen großen Dialekt im Montferland. Aber was ich halt liebe, ist so Quatsch. Dann brate ich bei Vorbot. Nee, das ist jetzt holländisch einfach passiert. Es passiert auch immer unterschiedlich. Aber dann spreche ich so ein bisschen, so wie ich denke, dass Österreicher sprechen würden. Aber in Wirklichkeit ist es eher bayerisch. Und die Leute, die daher kommen, die hassen mich sowieso, weil die denken, ach so, das ist ja überhaupt kein Bayerisch und auch kein Österreichisch. Das ist einfach nur Quatsch, was du da machst. Ja, so, jetzt habe ich hier so Stifte geschnitten. Die werde ich jetzt nochmal hier so schwapp, 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 schwapp in kleine, schnudelige Stücke schneiden. So sieht es aus. Gar kein Problem für einen Meisterkoch wie mich. Und egal, ob die Pfanne heiß ist oder nicht, ich mache es da einfach schon mal rein, weil was soll der Geist? Oh mein Gott, warum wart ihr mich denn nicht? Guckt euch an, was mit meinen Pastas passiert. Oh, du liebes Lieschen. Katastrophe in der Küche. Legt einfach so ein Holzpinöppel drauf. Im Internet steht, das hilft gegen alles. Oh, kochen mit mir, ja. Wer will denn das mitmachen? Der Bernd Glasl. Ja, sorry, aber so funktioniert das aber nicht. So funktioniert das nicht. Ich nehme hier keine Leute mit rein. Okay. Und dann machen wir das hier so. Ja, ja, ja. Hervorragend. Das hier auch nochmal kurz klein geschnitten. Und ja, hervorragend. Rein in die Pfanne. Habt ihr alle gesehen? Wunderschön. Jetzt wird's Zeit für die Zwiebel. Und Leute, Zwiebeln ist für mich wirklich... Oh, das ist... Wir haben das nicht gesehen. Ihr habt das nicht gesehen. Okay. Zwiebeln ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt auf der Welt. Ich muss so weinen immer. Wir können jetzt alle nur gemeinsam beten, dass es nicht passiert. Ich gehe mal ein Stück zurück, dann sieht man vielleicht auch mal ein bisschen mehr vom Geschehen.
Ne? Ach, Kinders, jetzt ist die Lampe verschoben, es ist doch nicht zu glauben. Drehen das hier mal wieder fest. Ja, mir ist doch schon ganz schlecht vor Hunger, ne? Ich sag's euch, wie es ist. So, ich schneide bei der Zwiebel vorne und hinten ab, das Köpfchen und das Schwänzchen quasi. Und dann lasse ich den Mülleimer mal direkt auf, weil man weiß ja, wie das mit so einer Zwiebel ist. Man hat keine Chance. Jetzt muss das Allerschlimmste, ne? Diese Abpellerei, das ist immer, obwohl das scheint heute ganz gut zu funktionieren. Habt ihr noch Tricks? Haut raus, wenn ihr ein paar gute Küchentricks habt, wie man Sachen am besten schält oder so. Schickt mir das auf jeden Fall zu in eine Private Message, in eine Direct Message, in eine DM, in eine PN, in eine was auch immer ihr wollt. Ich hab's fast, ja, schwuppdiwupp, haben wir doch. Boah, mein Mülleimer, ne? Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege, aber ich sterbe wirklich halb im Tod. So, Rinder, schwappdiwupp, oh Gott. Ich habe auch so einen schnellen Kotzreiz hier auch. So, ab damit und weiter geht's. Wann kommt mein Kochbuch raus? Niemals. Wir haben hier noch ein paar Sachen dazwischen. Dann sing bitte Treat You Right. Oh, scheiße, jetzt muss ich nachdenken, wie das nochmal geht. I treat you right, I treat you right, na 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 na, by your side, na na na, da 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 da, do 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 do, da 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 da, right, alright, alright, alright. So ungefähr, war das gut genug? Ich hoffe es. Okay, das ist nicht so eine scharfe Zwiebel, merke ich gerade. Ich glaube, ich schaffe das ohne Weinen. Vielleicht lenkt ihr mich aber auch gerade einfach wahnsinnig gut ab, sodass ich das total vergesse, dass ich eigentlich weine. Und vielleicht habe ich es mir auch nur angewöhnt. Es ist so ein psychologisches Ding. Man weint, weil man denkt, man müsste weinen, aber in Wirklichkeit muss man gar nicht weinen. Weil es in Wirklichkeit totaler Quatsch ist und nur Leute das über Jahre weitererzählt haben, dass man weinen müsste. So, wir tun das in eine Le Pen. Ich glaube, die Nudeln kann ich fast schon abgießen, weil die ja noch in der Fan ein wenig weiter garen. Okay, ich schwenke euch, damit ihr diese hervorragende Geschichte mit angucken könnt. Ich stelle Le Abgießer in wie heißt das hier, Spüle. Und dann machen wir hier mal aus. Obwohl, das kann auch schon anmachen, dann kann direkt gleich die Pfanne drauf. Und jetzt gießen wir das hier ab und hoffen, dass nicht alles umfällt, wie das manchmal der Fall ist. Ihr kennt das alle, falls ihr schon mal gekocht habt. Es hat funktioniert. So, hier rein. Ein bisschen abtroppen. Wir halten das warm mit am Deckel und wir ziehen die Pfanne einfach mal rüber auf die Kochplatte, die eh schon alles Energie gespart. Oh ja. Okay, jetzt lassen wir das erstmal so ein bisschen anfuchseln und dann entscheiden wir uns spontan, was da noch zukommt. Ich würde sagen, Paprika vielleicht. Oder ein bisschen Tomate vielleicht auch, ne? Dann wird es so eine Art Tomatensauce mit Feta und so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich guck mal, was ihr noch so für Fruggies gestellt habt. War super. Haha. Danke. Ich weiß nicht mehr genau, wo sich das drauf bezogen hat. Ihr müsst etwas konkreter sein. Do you go to the voice again? Vielleicht the voice of Finland. Il voike delfinskira. So zum Beispiel? Ich weiß nicht so ganz genau, wie finnisch klingt, aber ich schätze so ähnlich. Was ist das für ein Geräusch? Ich finde es nicht gut. I don't like this Geräusch. So, dann haben wir hier. Was ist dein aktuelles Lieblingslied? Achso, das ist einfach diese Pfanne. Okay. Mein aktuelles Lieblingslied? Ich schwenke hier mal so ein bisschen rum. Mein aktuelles Lieblingslied. Voll schwierig. Ich kann mich nicht so gut entscheiden. Guck mal, hier liegt schon wieder angeschimmeltes Brot. Oh, immer das Gleiche. Mein aktuelles Lieblingslied. Ich habe keins. Was höre ich denn zurzeit voll viel? Eigentlich gar nichts. Ich höre immer manche Sachen mal und dann wieder was anderes. Ich müsste jetzt in meine Lieblingsliedliste reingucken, aber ich glaube, was ich schon auch viel höre, ist, was mir andere Leute so ab und zu schicken. Oh ja, ich weiß es.
Mein absolutes Lieblingslied an diesem Moment ist Treat people with kindness. Find a place to feel good. Oder so. Oder feel free. Auf jeden Fall Harry Styles. Treat people with kindness. Das finde ich richtig cool. Guck mal, jetzt habe ich das hier schon so ein bisschen angedünstet. Das fängt auch schon an, ganz nett zu riechen. Nicht zu hochstellen. Jetzt habe ich hier so eine angebrochene Tomate. Ich schneide mal kurz vorne den schmodderigen Teil weg. Und jetzt schneiden wir hier einfach mal hier zack, zack. Das muss jetzt auch schnell gehen, Leute. Wir haben auch gar keine Zeit hier für großartige kulinarische Meisterwerke. Man muss jetzt hier ein Tomätzke rein und fertig ist. Weißt du? Zack. Und Paprika lassen wir auch weg, das ist alles zu viel. So, die Marie war duschen, das ist völlig in Ordnung. Momentanes Lieblingsessen für zwischendurch. wie wär's mit Pizza? Ist immer ein gutes Essen für zwischendurch. Weil ich esse nicht so gern zwischendurch wie Pizza. Es ist selten, dass mir jemand Pizza zwischendurch anbietet, aber also wenn es mir jemand anbieten würde, dann wäre ich völlig dabei. So, jetzt schneide ich hier diesen grünen Äumel raus, weil das sagen ja immer alle, dass man davon Krebs kriegt oder so. Man kriegt aber heutzutage, muss man dazu sagen, auch wirklich von allem Krebs, was irgendwie Spaß macht. Das ist nicht mehr schön. Ich bin gegen Krebs übrigens. Also wenn ja jemand mal fragt in einem Interview oder irgendwas, ich bin gegen Krebs. Sag mal, seid ihr völlig verstummt mittlerweile? Oder ist der Chat wieder kaputt? Ich sehe nichts mehr im Chat. Es macht mir immer so ein bisschen Angst, ne? Wenn ihr alle so weg seid, dann denke ich, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Jetzt habe ich wieder was gegen Krebs gesagt. Jetzt wird sich wieder irgendein Krebs angegriffen. Ich meinte nicht das Sternzeichen. Ach Leute, ich schneide doch hier nur eine Tomate. Schreibt was im Chat. Ach Gott sei Dank, der funktioniert noch. Okay, ja, Pizza Beste. Okay, ich habe hier jetzt anderthalb Tomaten geschnitten. Ich würde fast behaupten, das ist doch völlig ausreichend für eine Tomatensauce. Das wird eh eine wilde Kombi hier. Ich schmeiß da jetzt Feta rein und brösel das so drüber. Du bist doch da wunderschön. Und kannst du Samu nachmachen? Mark, ich wohne... Na, das klingt direkt russisch. Mark, ich wohne in Hütte. In Finnland, wir sagen... Du musst eine harte Arsch haben für diese Pferdensattel. Ja? Ich hab fast gesabbert dabei. Oh Gott. Kartoffeln erst kochen und dann schälen, würde ich sagen. Ich schäle, hallo Shervy. Ich schäle meine Kartoffeln grundsätzlich nicht, weil ich gerne Kartoffeln mit Schale esse. Kleiner Tipp am Rande für faule Menschen. Erspart es auch eine Menge Arbeit. So, ich kann euch das mal hier zeigen. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Wir machen das nochmal ein bisschen höher, damit das nochmal so ein bisschen durchknuddelt. Und dann mache ich mal so ein bisschen hier so italienische Kräuter. Kann ja nicht schaden. Bisschen Knoblauchpuder schon mal so reingeschnuddelt. Wir machen da gleich nochmal mehr. Nochmal so ein bisschen extra Oregano. Bisschen extra ist, glaube ich, noch gar nicht offen. Nee, Rosmarin ist keine gute Idee. Kräutersalz geht immer, aber erstmal machen wir jetzt da die Nudeln durch, ihr kleinen Zuckerschnecklis. Ne? So, und zwar habe ich hier Le Pasta gekocht und wir werden schmeißen ihn fangen. Illa Ur Bleu. Und warum schaffe ich das, dass meine Pasta nie aneinander klebt? Ich weiß es nicht. Das scheint ein ganz besonderes Talent von mir zu sein. Vielleicht liegt es einfach am Salz. Vielleicht habe ich zu viel Pasta gekocht. Vielleicht könnten heute noch drei andere Leute hier essen. Vielleicht ist mir das aber auch völlig wurscht. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Ja, dieser Filter ist nicht besonders gut geeignet für Kochfarben. Egal, was ich jetzt mache, zeige ich euch jetzt. Jetzt hier nicht abscheißen. So. Ich werde jetzt diesen Feta-Käse da reinbröseln. Und zwar so. Schmodder, schmodder, schnodder, schwodder. Ja, so muss das sein. Was daneben fällt, holt man einfach wieder rein. Und man wasche sich schnell die Händchen. Ja, denn das ist besonders wichtig. Be safe und so weiter. So, jetzt muss ich das hier mal so ein bisschen durchschnuddeln. Und dann wird es so ein bisschen sich verwurschteln. Ich mache da gleich auch noch ein bisschen Mozzarella dran. Aber das sieht eigentlich schon ganz nett aus und riecht auch ganz gut. Es war aber auch jetzt nicht der allerbilligste Feta. Also nicht dieser Weißkäse, sondern schon einer, wo echt Ziegen drin schwimmen.
Genau. Guck mal, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Wie gesagt, der Filter tut wirklich wenig für dieses Essen jetzt. Es sieht alles ein bisschen fahl aus. Sieht dann echt aber deutlich besser aus. Ich habe so das Gefühl, da könnte vielleicht doch noch ein Tomatle bei. Was sagt ihr? Ja? Nein? Vielleicht? Sagt mir eure Meinung zu Tomaten. Noch eine Tomate oder nicht? Welches von deinen Liedern findest du am gelungensten? Ich glaube, Herz und Einbruch. Das finde ich ist sehr gut gelungen. Da bin ich recht stolz drauf, ne? Ja, das waren sie auch alle. Nee, waren doch nicht alle Fragen. Lieblingsfarbe. Orange bzw. Kupfer, because I'm a very special person. Nein, ich möchte wirklich niemanden mit reinnehmen jetzt. Es tut mir leid. Dann sitzt ihr da wieder und versteckt euch und seid schüchtern. Ich kenne das doch alles schon. Wie war Ilse de Lange als Coach bei The Voice? Ja, tatsächlich habe ich mit der noch so ein Barbecue gehabt und so. Also, die war schon auch streng, aber auch total lustig und herzlich, ne? Also das war schon echt schön, muss ich sagen. Ich habe auch immer noch ihre Nummer und ja, das finde ich schon sehr nett. Also so, die ist so total nahbar. Ich hatte der auch geschrieben, dass ich jetzt mitgemacht habe hier bei The Voice of Germany und so. Und sie kennt ja Nico auch von Sing Mein Song und das war total gesellig. Und ja, habt ihr euch ja Tomatenpower, ne? Ja, mehr Tomate. Ihr sagt alle mehr Tomate. Also schneiden wir wieder dieses krebserregende Übelstück raus. Weg damit. Und vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Thunfisch dadurch. Für alle Vegetarier, I'm sorry. Aber ich weiß, dass ich gut zu diesen Thunfischen war, bevor ich sie gleich in die Pfanne tun werde. Und die Dose ist noch auf. Und bevor wir das wegschmeißen, wisst ihr, das muss doch alles nicht sein. So. Tomate, Rinder mit. So. Ja, wunderschön. More tomato is better. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles so eine gute Idee war, Leute. Aber egal. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Thunfisch mitsamt des Öles rein. Es ist nicht viel, das ist vielleicht mal so ein Drittel Dösle. Und hoffen aufs Beste. Oh, ich werde dich jetzt nicht gerade sachter machen müssen hier, ne? Sachte, sachte! Oh, die Hälfte liegt auch wieder neben der Pfanne. Ihr kennt es vielleicht oder auch nicht. Ich kenne es auf jeden Fall von mir immer. Kann heute nicht schreiben. Jetzt gucke ich mal kurz. Tomatlu. Okay, interessant. Kannst du mich bitte grüßen? Paulina 30 10 92. Ich grüße dich von Herzen. Welche Stellen kannst du in Holland empfehlen? Also, wenn es um Äpfel geht, immer die nicht so fauligen, auch bei holländischen Äpfeln. Bei Menschen die flauschigen und bei... Hallo! Wenn es darum geht, dass man keine wunden Stellen bei Menschen finden will, das kann auch wichtig sein bei Holländern. Dann redet nicht darüber, dass es auch Holländer gab, die Nazis waren. Das wollen die nicht wissen. Und schon gar nicht Kolonialvergangenheit. Um Gottes Willen, niemals machen. Tunial. Ja, also wenn ich koche, sieht die ganze Küche aus wie ein Flachfell. Naja, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber weit davon entfernt sind wir nicht. Ich zeige euch mal kurz das Zwischenresultat. So sieht der ganze Kladderadatsch aus. Wie gesagt, der Filter suckt balls. Es riecht aber schon ganz gut und ich werde jetzt nochmal zur Verfeinerung ein wenig Mozzarella darüber geben. In gestreuselter Streuselform. So, schwibbeli, schwabbeli, schwupp. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. Da muss ich doch nochmal schnell eure Fragen beantworten, bevor wir diese Live-Kocherei hier beenden. Erstmal brauchen wir mehr Salz. Immer mehr Salz. Ich habe eigentlich auch mehr Salz, aber das ist zurzeit leer. Kirsten übrigens, dieses tolle Salz, was du mir geschenkt hast, ne, ist auch schon lange leer. Also es würde sich total freuen, wenn sich das wieder füllen würde. Ja, ich habe verstanden, dass du meinst, welche Orte in Holland. Aber ich bin doch hier kein Reiseführer. Seeland ist schön. Seeland ist schön grün. Nehmt Seeland. Mein Tag war gut, danke. Lieblingsserie zurzeit habe ich nicht, weil alles gerade pausiert. Ich muss wieder was Neues finden. Also ich bin überall gerade, überall ist Pause ungefähr. Oh, es wird ganz schön schnell heiß. Jetzt muss ich hier mal kurz durchrühren, ihr Schnuckels. Und mal langsam runterstellen, weil
Das ist, glaube ich, ziemlich fertig, der ganze Weg. Wir brauchen aber Pfeffer. Wo habe ich denn meinen Pfeffer? Ach, hier. Ohne Pfeffer, ohne mich. Ich mochte aber Haus des Geldes zum Beispiel. Ich mochte jetzt auch Lupin, habe ich noch geguckt. Wird Lupin geschrieben auf Netflix. Lohnt sich auch. Über, also mit dem Typ von ziemlich beste Freunde und mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Mit dem afroamerikanischen. Ich habe knapp an der Spanne vorbeigespuckt. Ich muss kurz. Oh Gott! I'm sorry. Okay, wir gucken jetzt mal hier die letzten Fragen, die noch offen sind. Schau Stranger Things. Habe ich natürlich längst getan, aber ich warte auf die nächste Staffel. Lass es dir schmecken, wenn du fertig mit Kochen bist. Dankeschön. Dann habe ich hier noch, was ist dein Sternzeichen? Witzigerweise Krebs. Für alle, die jetzt die ganze Zeit dabei waren, ist das funny. Dankeschön, dass ihr mir Gesundheit wünscht. Auch gleich drei Leute, also Wahnsinn. Ich habe kein Coroni. Hast du einen Lieblingssong von Silbermond und Yvonne? Habe ich, glaube ich, schon mal beantwortet. Von Silbermond ist mein Lieblingssong genauso. Bis jetzt. Ich kenne aber auch noch nicht alle. Ihr könnt mir gerne mal eure Favorites weiterschicken. Und von Yvonne ist witzig, weil von Silbermond mag ich genauso und von Yvonne mag ich lieber so. Genauso, lieber so. Lieber so als zu spät. Besser, wenn du jetzt gehst. Viel zu lange schon tun wir uns weh. Lieber so als zu spät. Und so weiter. Und mir kitzelt es jetzt echt in der Nase. Wie groß bist du? Was denkt ihr denn? Ratet doch mal. Ich hab doch gerade was gesungen. Jetzt ratet doch mal, wie groß ich bin. Los! Und ich werde in der Zwischenzeit mal probieren, ob das hier lecker ist. So, wie dieser Schmodder jetzt hier aussieht. Also, ich hoffe, das schmeckt besser. Es ist wirklich viel zu viel geworden. Das ist alles eure Schuld. 1,80. Ja, gut. Das ist fast richtig. 2 cm weniger. Aber auf Dating-Profilen gebe ich immer so 1,77 an. Das klingt nicht so aggressive. Okay. Dankeschön. 1,78, ihr seid solche Streber. Okay, I try from out of the pan. Oh, guck mal, seht ihr den Käse? Das schmeckt nicht schlecht. Wir brauchen mehr Salz, wie immer. Und vielleicht auch ein bisschen Schärfe, ein bisschen Cayennepfeffer noch oder so. Aber es ist nicht schlecht. Noch ein bisschen extra Pfeffer und ein bisschen, nee, kein Zimt, Cayennepfeffer. So, puh, das war ein ordentlicher Schuss. Einmal nochmal durchrühren und ich glaube, ich hoffe, ihr macht es jetzt, wir machen jetzt nochmal so ein Tasting und dann macht ihr das so wie bei dieser Sendung im Fernsehen, wo die Leute dann immer so alle machen, ne? Und dann gucke ich auch so. Okay, wartet. Boah, das ist schon gut. Also, ich brauche immer noch mehr Salz, aber ich bin halt auch echt, das habe ich das direkt am Tisch stehen, ne? Ich brauche einfach viel Salz. I'm a non-taster. So nennt man das, wenn man nicht so viel schmeckt. Aber das ist schon gut so. Ich werde das jetzt gleich mal verspeisen, ihr Zuckerpüppchen. Kurz gucken, ob ich noch Fragen habe. Hast du Pretty Little Liars schon geschaut? Nee, habe ich nicht. Ich habe diesen ganzen Chick-Flick nicht geguckt. Und Chick-Flick ist ein politisch nicht korrektes Wort. Merkt euch das nicht. Aber, ja. Ah, oh, guck mal, ihr habt das super gemacht. Oh, ich liebe euch. Ihr seid so toll. Guck mal, das ist auch, ist total egal. Wir sind so ungefähr 20 bis 30 Leute die ganze Zeit. Aber es fluktuiert und ihr seid toll. Und ich finde euch wirklich richtig lieb. Und ich würde euch jetzt nochmal zeigen, was meine Lieblingsbegrüßung ist in Corona Times. Nämlich die Air Hug, die dann mündet in Self Hug.
Und ich möchte, dass ihr einmal mit mir mitmacht, ja? Wir machen so eine gemeinsame Gruppenumarmung quasi. Und dann können wir die Liebe von allen Leuten gerade gleichzeitig spüren. So, also, ihr macht die Arme ganz weit auseinander, ne? Ihr seht es hier so, so. Und dann... Air-Hug und dann Self-Hug. Und alle Liebe spüren und alle Liebe in sich aufnehmen. Weil wir ganz, ganz tolle, liebe Knuddelbärchen sind. Ihr auch. Nicht nur ich. Guck mal. Fühlt ihr das so? Ich fühle mich gerade so richtig überschüttet von eurer Liebe. Ich hoffe, ihr fühlt es auch. Ich schicke euch so auch meine Liebe so richtig rüber. Und um dieses Kocherei-Ding jetzt noch abzuschließen, mache ich das noch kurz in einen schönen Teller. Ich habe hier so einen schönen rosa mit Goldrand. Sieht doch schick aus. Dann mache ich das noch kurz rein, den ganzen Schmodder hier. Also nicht den ganzen, aber ein bisschen was, ne? Und wenn ich jetzt noch so ein Basilikumpflänzchen hatte, was ich mir neulich wieder vergessen habe zu kaufen, würde ich das noch garnieren. Aber kann ich euch zumindest hier diese tolle Creation d'Isabelle, kann ich euch nochmal zeigen. Und das ist deutlich weniger, als was ich normalerweise esse. Und ich werde auch mehr essen. Aber hier seht ihr es nochmal. Hier ist es. Ich gucke jetzt nochmal die letzten Fräglis. Hattest du mal Lust, zusammen mit mir live zu gehen? Achso, Leon Animals. Ich mache nochmal so ein, ich gehe mit euch, mit den Followern, mit den Supportern, mit den lieben Menschen, die mich gerne haben und mich unterstützen, live. Das mache ich nochmal versprochen. Das habe ich schon vor lange versprochen. Ich mache es auch echt. Ich weiß noch nicht wann, aber ich mache das. So, promise und so. Indianer Ehrenort. Ehrenwort. Und damit habe ich alle Fragen beantwortet. Und dann wünsche ich euch jetzt, wo ist denn meine Gabel hier? Goldene Gabel. Noch einmal zusammen probieren. Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Abend und ihr könnt auch was Schönes essen. Ich werde das ankündigen mit Countdown, versprochen. Macht euch was Schönes zu futtern, macht euch gemütlich, legt die Beine hoch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich küsse und knuddel euch und ich glaube, ich habe Käse an der Nase. Nee, doch nicht. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz bald. 1000% Liebe für euch. Ciao.